Ich heiße Lassana Choumaré Touray. Ich bin 23 Jahre alt und jetzt bin ich der Jungenkoch. Also ich, meine Kindheit, habe ich also meine Schule in Spanien gemacht. Also ich habe also Fußball gespielt damals. Also ich wollte also Profi werden diese Zeit, aber ich habe nicht geschafft, weil ich war leider so verletzt. Ich konnte nicht, und in Spanien Fußball auch, man muss also viel Geld also zahlen. Auf jeden Fall, ja, war schon schwierig, weil meine Familie hatten nicht viel Geld und mein Vater musste so, also meine Oma, die alle in Afrika helfen, damit die auch dort überleben können. Ja, und jetzt mein Vater so seit Arbeit nicht mehr. Und ich bin also vor denen auch Schuhstand, also muss ich auch vor denen helfen. Ja, also Familie ist also auf jeden Fall also mir sehr wichtig. Das ist der erste. Familie ist immer wichtig. Also da dieses Mal, ich war 16 Jahre. Der Grund war einfach, dass ich auch, also mein Vater so quasi zu helfen. Er kümmert uns alle. Und irgendwann, er wird alt auch, weißt du? Und dann kann er das nicht, also diese Arbeit, diese harte Arbeit nicht mehr, weißt du? Es ist schwierig. Und dann hat er gemeint, dass ich soll in Amerika gehen. Dort auch kann man also Minderjährige, also kannst du dort arbeiten und dann damit die Familie helfen. Und da gab mein Vater, Bruder, sag mal, Onkel, also, und dieser Onkel dort, ich war bei denen 3 Monate lang. Aber dort hat mir nicht, einfach nicht gefallen. Und dann, ja, wollte ich nach also Deutschland kommen. Weil mein Mutterbruder lebt hier schon. Und dann habe ich also gefragt nach Wohnung hier. Und dann hat gesagt, ja, ich kann kommen hier. Genau, und dann war ich einfach bei meinem Onkel. Und dann bin ich dort also lange, also lange gewohnt dort, also bis quasi meine so Ausbildung fertig ist. Ich habe angefangen bei der Brenner, vielleicht also manche kennt, also bei der Maximilianstraße. Und dann dort habe ich angefangen bei der Küchenhelfer und Spüler, also Teller ausspülen und alles. Ja, und dann, ja, ich war dort und dann der Chef von dort, der Jan, ja, der hat also mich gesehen, dass ich also dort sehr gut arbeite und sehr fleißig bin und alles, was die mir sagen. Also ich mache das immer, genau. Und dann hat er so also gesagt, dass quasi ich oder dich also bei der meine Azubis nehmen. Und dann hat er mir einen Deutschkurs gesucht. Damit also früher, ich habe nur Englisch geredet, weil ich wusste gar nichts Deutsch. Ja, und am Anfang in der Schule war es so schwierig, weil Berufsschule, es ist, man muss also gut Deutsch verstehen. Und diese Zeit, mein Deutschniveau war nur B1. Natürlich ist also bei der Ausbildung auch, man verdient nicht also so viel Geld.
Und ich bin hier so quasi, dass ich für mich helfen und um meine Familie helfen, weißt du? Und das ist nicht leicht. Am Anfang, als ich Küchenhelfer war in Brenner, ich hatte also 1.700 Euro. Ja. Und danach habe ich also Ausbildung angefangen, habe ich alles gebrochen, weißt du? Ich verdiene diese nicht mehr, ich verdiene 600 Euro. Und dann muss ich den also zweiten Job suchen. Also während der Ausbildung drinnen, also erstes Ausbildungsjahr, muss ich also Berufsschule, nach der Berufsschule natürlich, man muss also lernen, aber ich muss also zweimal in der Woche arbeiten, bei der Domino's, okay? Und danach, dort hat mich nicht mehr gefallen so, und dann war ich bei der Hans im Glück und dort bin ich dort geblieben. Also bis meiner Ausbildung zweites Jahr, ja, und Geld verdiene ein bisschen, dass ich quasi 900 Euro maximal im Monat kommt, weißt du, weil sonst geht nicht. Früher habe ich bei meinem Onkel also 250 bezahlt und 50 für die, also 300 Euro, 50 für die Essen und dann schick ist also Geld 300. Manchmal kommt darauf an, was die brauchen dort, weißt du. Und muss ich also alles das machen, weißt du. Und das war ja nicht leicht und das war schwer. Und danach, also bei der dritten Ausbildungsjahr, weil jedes also ist Lohntarife. Jedes Jahr, also Ausbildung, erstes Jahr 600, zweites 700 oder 800 und drittes kriegst du 900 oder so. Und bei der dritten Ausbildungsjahr, ich habe gesehen, 900 Euro, okay, das reicht. Also, weil ich spare kein Geld, also ist egal, also, dass ich leben kann und denen helfen, das reicht. Und dann habe ich die Minijobs alles gelassen, weil ich habe gesagt, okay, wenn ich nicht also Minijob lassen jetzt, ich kann nicht meine Schule nicht schaffen. Und dann muss ich also lernen. Und ja, bevor meine also Theorieprüfung habe ich natürlich also 3 Wochen Urlaub genommen und nur lernen, in die Bibliothek gehen, damit ich diese schaffen und diesen Job haben und etwas also Geld verdienen und Familie helfen können. Ja, und dann meine erste Prüfung. Ich habe schon also Fachtheorie geschafft und Betriebswirtschaft auch geschafft. Aber bin ich also beim Sozialkunde durchgefallen. Und da fehlen mir die Punkte dort ja, also nicht erreicht. Ja, und dann danach muss ich also 6 Monate warten und damit ich das also wiederholen, also ganze Prüfung wieder nochmal wiederholen. Ja, und dann bin ich diese 6 Monate, ich war immer noch wie Azubi, und dann muss ich diese wiederholen. Genau. Und dann das zweite Mal, natürlich habe ich also Vollpunkte gehabt und dann habe ich alles erreicht und dann habe ich alles bestanden. Aber jetzt, also ganz ehrlich, ich bin stolz, weißt du? Weil hier, ich bin also junger Mann gekommen, sprich kein also Deutsch, muss also erstmal Deutsch lernen, 6 Monate, also habe ich also Ausbildung gemacht,
also 3 Jahre so Gelernter-Koch. Ich habe so bestanden und also habe ich meinen Führerschein auch gemacht und das habe ich auch bestanden. Und ich arbeite so in einem Restaurant, das macht mir Spaß und bin ich glücklich und ja, ich bin glücklich. Ich fühle mich angekommen. Aber natürlich, ich will noch mehr erreichen.